In Berlin sind heute Abend die Bären verliehen worden. Erstmals ist der Goldene Bär für den besten Film an einen iranischen Film gegangen. Asghar Farid hat mit Nader und Semin eine Trennung den Hauptpreis gewonnen. Ungewöhnlich ist auch, dass die Berlinale Jury die Schauspieler des Films mit den silbernen Bären für die besten männlichen und weiblichen Darsteller ausgezeichnet hat. Für seinen Wettbewerbsbeitrag Schlafkrankheit erhielt Regisseur Ulrich Köhler den silbernen Bären. Der Alfred-Bauer-Preis geht an den deutschen Filmemacher Andreas Feil für Wann, wenn nicht wir, ein Spielfilm über die RAF.